Und damit, heja, tervetuloa tänne Studio 3. Hallo und herzlich willkommen im Studio 3. Und heja, tervetuloa Angelika Bachmann, mukava sara synnit tänne. Das Hallo. Ist schön, dass du da bist. Das ist Finnisch. Ja, nicht schlecht. Leven zu uli vena selle ko emme se donne toivo di pe oli mer kana jokka selle viules bin ko jovo di selle eitre bei ko keiner seit auch Finnisch, aber das ich habe uns ich das ist jetzt weniger eine Unterhaltung, es ist ein Lied. Da antwortet und singt sie mir einfach auf Finnisch eine Polka entgegen. Ja, wir müssen direkt mal erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist, habe ich gesagt. Mukava sara synnit tänne. Wie hat sich's angehört? Ich finde, es klingt super. Ja, es, also auf jeden Fall deine Polka. Also ich kann ja auch immer genau nur 2 Stunden das Programm. Also ich kann nur 2 Stunden Finnisch. Und da waren die Wörter jetzt nicht dabei. Insofern kann ich das gar nicht beurteilen. Ja, hast du schnell deine finnische Polka rausgehauen. Genau. Weil wir müssen das mal erklären. Also das heißt, du kannst nur für 2 Stunden eine Landessprache, weil ihr mit Salut Salon eurer Gruppe genau was macht? Na, wenn wir in China sind, dann machen wir das Programm halt auf Chinesisch. Und wenn wir in Korea sind, dann auf Koreanisch. Und wenn wir in Paris und so in New York geht das noch, aber das kann man gut lernen, aber das ist schon eine Herausforderung. Das Witzigste ist, dass die Menschen wirklich glauben, dass wir die Sprache sprechen. So wie ich gerade. Genau, wie du auch anscheinend. Und dann an den CD-Stand kommen und uns tatsächlich hinterher ansprechen auf Chinesisch. Und ich denke, genau, echt, seid ihr das Wahnsinn? Ich habe 2 Stunden geschafft. Und noch einen chinesischen Popsong oder so. Wir bringen immer irgendwas mit, was dann total passt ins Land. Aber ich dann nach 2 Stunden ist auch wirklich, okay. Da fliege ich auf. Ja, gut, dann lernt ihr halt jetzt so wie gerade finnische Polka, haben wir gehört. Vielleicht gönnen wir uns hinterher noch eine Verabschiedung auf Chinesisch, ja. Das machen wir vielleicht ganz zum Schluss. Aber jetzt lernen Sie erstmal Angelika Bachmann und Salut Salon kennen. Heute zu Gast Angelika Bachmann. Bereits mit 3 Jahren stand es für sie fest. Sie muss Geige spielen. Nicht nur von der Schule, sondern auch vom Lampenfieber befreit, startete die gebürtige Hamburgerin als Wunderkind durch. Mit einer Schulfreundin gründete sie vor 20 Jahren das Erfolgsquartett Salut Salon und begeistert seitdem mit ihren außergewöhnlichen Bühnenshows ihr Publikum. Und das weltweit. Aber auch abseits der Bühne engagiert sie sich mit ihrer Musik für soziale Kinder- und Jugendprojekte und wurde dafür mit einem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Wer oder was dieses vielseitige Ausnahmetalent genau antreibt, verrät sie uns jetzt in Studio 3. Ja, super. Nochmal herzlich willkommen, Angelika Bachmann. Das war so lustig, als wir deinen Clip von früher gesehen haben. Hast du gerufen, schneller! Ja, wer oder was dich antreibt, sind wir mal gespannt. Das erfahren wir bestimmt heute. Wie fängt denn dein Tag so an? Ist es erst Kaffee und dann Geige oder Geige und dann Kaffee? Also, wenn ich zu Hause bin, dann springe ich erst in See, in Schleswig-Holstein. Eine Runde im See. Mal gucken, wie lange noch, aber im Moment traue ich mich noch vor dem Wetter. Und mache ein bisschen Yoga und trinke ein Teechen und ganz entspannt. Und dann, dann komponiere ich oder übe ich oder was gerade. Oder es gibt ja mehrere Sachen, die ich mache. Also je nachdem, was für ein Tag gerade ist. Ja, von deinen vielen Leben, so will ich sie mal nennen, da erfahren wir auf jeden Fall noch eine Menge. Bleiben wir aber bei dem, wofür dich die Leute ja auch kennen und lieben, der Geige. Seit dem 4. Lebensjahr spielst du. Du bist auch gerade auf Tour. Muss man da überhaupt dann noch üben, wenn man das schon seit frühester Kindheit irgendwie spielt, so intensiv? Ja, also man muss natürlich total fit sein. Ich übe sehr, sehr gerne, und weil ich das auch sehr gewohnt bin. Ich habe mein ganzes Leben vergeigt. Ich bin das gewohnt, seitdem ich 4 das bin. Das Leben vergeigt. Sehr schön. Und deswegen ist es für mich sehr meditativ und schön zu üben. Und ich übe schon, manchmal übe ich auch im Urlaub gar nicht. Ne? Dann, aber wenn ich jetzt in so einem Flow bin, dann übe ich schon 7 Stunden mindestens am Tag. 7 Stunden, okay. Du hast sie ja hier an deiner Seite, die Geige. Ist das so eine besondere, weil ich habe gelesen, David Garrett, der hat für seine letzte Geige 3,5 Millionen Euro ausgegeben. Er hat dafür extra eine Immobilie in New York verkauft, um sich dieses Schätzchen zu gönnen. Eine Guarnerie. Wie viel ist deine wert? Also ganz witzig ist, dass mein Geigenprofessor, als ich kleiner war, und ich habe immer gefragt, kann ich auch mal noch eine andere Geige haben? Und so, weil ich das von den Älteren gehört hatte, dass die so schicke Geige hatten. Und dann hat mein Geigenprofessor immer gesagt, üb halt mehr.
Dann klingt es auch besser. Und ich fand es sehr pragmatisch und ich habe das Gefühl, das ist, es gibt ja auch Menschen, die sich teure Klamotten kaufen oder so oder viele Schuhe haben oder teure Autos haben. Ich habe alles nicht und ich finde, man kann auch nur ein paar Schuhe zur Zeit tragen und nur in einem Raum zusammen sein. Ich habe auch nicht mehrere Immobilien und deswegen ist meine Geige auch eine, die einfach wahnsinnig gut klingt und die ich total verliebt bin, aber die sehr wenig wert ist, im Gegensatz zu den Preisen, die du gerade genannt hast. Ja, das ist natürlich halt eine Menge, aber das ist halt auch eine Liebhaberei dann wahrscheinlich. Wie ist denn das, hast du denn auch dadurch, dass das ja dein Job ist, sind deine Hände irgendwie versichert oder musst du da besonders Acht geben auch drauf? Also ich bin schon so erzogen worden von klein auf an, dass ich, wenn ich falle, meine Arme hochreiße. Und das ist ziemlich pathologisch, weil egal, wo ich runterstürze, ich eigentlich alles, wenn ich mich gar nicht abstütze, ich kann das gar nicht. Wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin, ist es wahnsinnig witzig, dass er immer sagt, es kann doch nicht angehen, dass du mich nicht abstützt. Weil ich so trainiert wurde drauf, dass ich so mache. Oh mein Gott. Und, aber deine Knie sehen auch top aus. Also ne, könnt ihr ja denken, du fällst dann auf die Knie. Ist alles geheilt mittlerweile, aber ich bin, also wenn ich gestürzt bin, also mit den Händen ist nie was passiert. Denen geht's gut. Ja. Und dann mit der Geige, wir wollen gleich mehr von dir erfahren. Mit 4 hast du dann nämlich angefangen, Geige zu spielen. Hast ja auch schon gesagt, dann auch viel geübt über. Darüber reden wir gleich, fand ich. Angelika Bachmann ist bei uns, absolute Weltklasse-Geigerin und Gründerin von Salut Salon. Ja, und du bist, fand ich so spannend, als ich das gelesen habe, gar nicht in so einer Musikerfamilie groß geworden, sondern in einer Steuerberaterfamilie, ne? Ja, in meiner Familie ist wirklich gefühlt jeder Steuerberater oder hat was im weiteren Umfeld damit zu tun. Und ich bin da ein bisschen aus der Art geschlagen. Und wenn wir Weihnachten da zusammensitzen, dann reden die über Steuern, wie, als sei es ein Krimi. Und ich frage mich, wie ich da reingeraten bin. Da kriege ich persönlich Gänsehaut. Steuererklärung waren die schlimmste Zeit für mich im Jahr. Und du fängst dann vielleicht an zu spielen, lockerst ein bisschen die Stimmung dann auf, wenn es zu sehr um Steuerberatungsthemen geht. Ja, ich finde es ganz lustig, dass die so fasziniert sind davon. Ich finde das crazy. Aber deins war die Geige. Mit 3 Jahren, da wolltest du schon Geige spielen. Also in einem Alter, wo Kinder ja auch sonst gerne mit Puppen und Autos. Und du wolltest das wirklich ganz vehement auch. Ne? Wie kam dieser Wunsch zustande? Ich habe das gesehen. Ich habe eine Geige gesehen und wollte das unbedingt. Und dann habe ich das gesagt und wurde natürlich nicht ernst genommen. Dreijährige nimmt man ja nicht so ernst. Und dann habe ich das immer wieder gesagt und immer wieder. Und dann habe ich damit nicht aufgehört. Und dann haben die gedacht, das wird sich irgendwie auswachsen. Und dann, ich glaube, es war auch einfach nicht so gewünscht, dieses ganze Gequietsche dann. Wir hatten auch eine kleine Wohnung und so. Das war irgendwie nicht so verlockend für meine Eltern. Ja. Aus vielen Gründen, glaube ich. Und dann habe ich immer weiter gebettelt. Und dann habe ich am Ende gedroht, mir die Haare auszureißen, wenn ich nie Geige spielen darf. Und dann habe ich tatsächlich zum 4. Geburtstag eine Geige bekommen. Das war ein bisschen so eine schwachsinnige Beharrlichkeit von mir. Aber ich habe gewonnen. Hm. Aber wie hat es sich dann entwickelt, dass du dann nicht nur einfach eine Geige bekommen hast und gespielt hast, sondern wirklich dann ja auch richtig losgelegt hast? Ja, das war so, dass meine Eltern dann überlegt haben, was machen wir jetzt mit dem Kind? Eine Geige, aber die muss ja auch irgendwie Unterricht haben. Also die Steuern bringen da nichts. Und dann sind sie, dann haben sie im Hamburger Abendblatt, das ist von der Zeitung, haben die eine Annonce gesehen von der Jugendmusikschule, der staatlichen, ganz normal. Und dann ist meine Mutter mit mir da hingegangen und dann hatte ich eine Stunde, also dann haben sie mir das gezeigt. Ich habe mich natürlich, glaube ich, extrem angestrengt, weil ich auf gar keinen Fall wollte, dass das heißt, das war eine Schnapsidee, weil ich das ja so unbedingt wollte. Und dann war ich nach 3 Stunden, hat dann die Lehrerin gesagt, ich soll mal dem Professor vorspielen. Das war dann der renommierte Professor Michael Goldstein. Und der hat gesagt dann, diese Kind sehr begabt, muss den ganzen Tag üben. Und dann, habe ich 5 Meilen vergeigt. Ich habe den ganzen Tag geübt, also mit 4 auf die Bühne, mit 5 komponiert schon, was ich total faszinierend finde. Und immer dieses Üben, also auch zum Beispiel dann du hattest 3 Geschwister, die sind dann in die Schule gegangen und du wurdest sogar befreit vom Schulunterricht, um zu üben. Ich bin gar nicht eingeschult worden, noch viel schlimmer. Sogar. Ja, ich habe mit 5 Jugendmusizität gewonnen und dann hat mein russischer Professor, von dem ich gerade erzählt habe, eben gesagt, dass ich eben nicht zur Schule gehen soll, sondern eben den ganzen Tag üben kann. Ich habe ja später dann 11 bis 13 Stunden am Tag geübt. Das ist aber hat dich das auch mal genervt? Also ich meine, hast du das Gefühl, du verpasst auch viele Dinge dann? Also ich fand es furchtbar, nicht in die Schule zu dürfen, weil ich das ja bei meinen Geschwistern gesehen hatte. Ich war ganz und bin heute noch ganz eng mit meinem Bruder. Und der hatte dann einen Schulranzen und Pausenbrot und Freunde und so alles, was ich nicht hatte. Und das habe ich
auch unbedingt gewollt. Und dann habe ich, das war kurz vor der 5. Klasse, habe ich den Professor Goldstein gefragt, kann ich zur Schule gehen, wenn nicht? Und habe ich mir ganz lange so einen Deal überlegt, wenn ich vor der Schule 3 Stunden übe, also von 5:30 bis 7:30 und dann um 8 zur Schule gehe und dann nach der Schule auf keinen Fall Hausaufgaben mache, sondern nur übe und so, dann würde ich die gleiche Stundenzahl schaffen. Dann hat er gesagt, schaffst du nie, aber wenn du es einen Tag nicht schaffst, geht es halt nicht mehr. Und dann habe ich das aber so unbedingt gewollt, dass ich das jeden Tag geschafft habe. Und dann bin ich die glücklichste Schülerin gewesen, glaube ich, die jemals in Hamburg zur Schule gegangen ist. Eine Schülerin und ja auch schon eine richtige Stargeigerin. Wie sich das anhört, wenn man dann auch bis zu 12 Stunden täglich übt. Da haben wir einen Ausschnitt und es ist ein Ausschnitt. Und es ist, glaube ich, einer deiner ersten Fernsehauftritte in der Spielbude. Ja, 11 oder 12, da hast du schon so gespielt. Wahnsinn, also Lampenfieber oder sowas kanntest du gar nicht? Nee, das hatte ich nie, Gott sei Dank. Weil ich, glaube ich, so früh angefangen habe und weil das für mich immer wie im Wohnzimmer spielen war. Ich habe halt ja den ganzen Tag gespielt, ich habe kaum was anderes gemacht. Und dann habe ich das einfach gerne gemacht. Ich habe auch nie mich so von außen beobachtet. Ich war immer in so einem Flow. Mhm. Es ist ja, wenn du drin bist in der Musik, dann guckst du dich ja, wenn du schlau bist, nicht von außen an, weil dann kriegst du Lampenfieber, sondern bist in der Musik, also bist in den Tönen und singst mit innerlich und so. Mhm. Und deswegen hatte ich das Gott sei Dank nie. Scheint die Pest zu sein, aber ich. Und dann hast du, aber was ich dann ja auch so überrascht finde, dann hast du diesen klassischen Weg ja gar nicht so weiter eingeschlagen, obwohl du das ja hättest an den großen Orchestern oder auch die Solokarriere und hast Salü Salon gegründet vor 20 Jahren. Warum? Ja, es war so, dass ich dann ja sehr oft auch die gleichen Violinkonzerte gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich dann zum 4. Mal Bruch-Violinkonzert oder Mendelssohn-Violinkonzert oder so gespielt habe. Dann habe ich gedacht, das habe ich ja alles schon mal gespielt. Und dann, ich habe immer meine eigenen Kadenzen geschrieben, weil ich ja eben, seitdem ich 5 war, schon Kompositionsunterricht hatte, weil mein Lehrer das unbedingt wollte. Wofür ich ihm im Nachhinein total dankbar bin, dass ich eben nicht nur das Spielen gelernt habe, sondern auch das. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, ich habe irgendwie Lust, mein eigenes Ding zu machen. Dann habe ich gedacht, ich habe ja schon ganz viel komponiert, ich habe mein Leben lang immer Unterricht gehabt und so. Und dann habe ich gedacht, ich würde gerne was Eigenes aufbauen. Ich habe mit Freundinnen angefangen. Keimzelle war dann so ein Joe Fix, wo wir uns jeden letzten Freitag im Monat getroffen haben. Und dann haben wir alles Mögliche gejammt und gespielt. Und dann sind wir von da aus, da waren auch Schauspieler noch eingeladen, also Freunde von uns einfach oder eine Oma hat ein Gedicht vorgetragen und so. Das war eine total schöne Zeit. Den gibt es heute übrigens noch. Nicht mehr jeden letzten Freitag im Monat, aber so ein, zweimal im Jahr schaffen wir das noch. Und dann sind wir gefragt worden, ob wir irgendwo spielen. Und dann war das ein ganz kleines Konzert. Und dann hatten wir so ein Plakat gebastelt. Und dann bin ich zur Apotheke bei mir um die Ecke gegangen und habe gesagt, gucken Sie mal. Wollt ihr nicht mal kommen? Das bin ich. Darf ich das hier aufhängen? Und so. Und dann haben die gesagt, ja klar. Und dann haben wir ein paar Zusatzkonzerte machen müssen, weil es gleich ausverkauft war. Und so ging es dann sehr schnell, dass das international so war, dass wir mittlerweile ja in den schönsten Sälen weltweit spielen dürfen, wofür ich wahnsinnig dankbar bin und was ich immer noch gar nicht glauben kann. Ja, und wie das klingt, das wollen wir uns natürlich anhören. Wir haben einen Ausschnitt von Salü Salon. Salü Salon, ja, du hast ja vorhin gesagt, das andere war der irgendwann langweilig. Also so James Bond und Vivaldi auf der Bühne. Und ja, ich glaube, es war mir gar nicht langweilig. Ich gehe auch heute noch wahnsinnig gerne in rein, in Anführungsstrichen, klassische Konzerte. Aber mir hat es halt total Spaß gemacht, selber zu experimentieren und auszuprobieren. Und das sieht man da ja auch total. Ja, und wenn man es
nochmal auch historisch betrachtet, dann ist es ja so, dass die Konzerte von Mozart und so, das waren Partys, das waren fünfstündige Volksfeste. Da wurde dann eine Arie gespielt, dann wurde ein zizensisches Stück, da wurde getrunken und gelacht und rein und rausgegangen und so. Dieses, das ist so etwas sehr Heiliges bekommen hat oder Elitäres, wo man sich wenig weiß, wie man sich verhalten soll. Und darf man jetzt atmen, darf man klatschen und so. Also bis 1910 hat man auch noch zwischen den Sätzen geklatscht, wie, oder auch bei Nachkadenzen oder so, wie heutzutage ja noch im Jazz, wenn einer ein Solo hatte oder so. Und insofern fühle ich mich gar nicht so, als wenn wir was ganz komplett Neues machen. Klar, wir entwickeln was weiter, aber schon eigentlich in der Tradition, aus der es herauskommt. Das war die absolute Musik, die das so ein bisschen, die dafür gesorgt hat, was ja auch schön ist, dass dann wirklich Ruhe im Konzertsaal ist. Hat ja alles immer etwas dafür und dagegen. Ich mag beides total gerne, aber ich hatte halt total Lust, irgendwie was komplett Eigenes zu entwickeln. Mhm. Und das auf jeden Fall hat eine eigene Note bekommen mit Kung-Fu-Moves noch. Ne? Und dann streicht die eine mal bei der anderen drüber und auf dem Cello. Wie entwickelt ihr denn dann eure Choreografien? Du hast ja gesagt auch, du komponierst. Es sind auch natürlich Stücke von dir dabei. Wie entwickelt ihr das? Muss ja eigentlich ein Choreograf auch kommen, ne? Ja, also wenn wir sowas jetzt zum Beispiel machen, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist. Also die, wenn du jetzt gibt's Unfälle? Instrumenten-Kung-Fu meinst, ja. Da erdolchen wir uns mit dem Cello-Stachel und erschlagen uns mit den Geigenbögen und das landet dann. Spaßeshalber. Ja, manchmal aber eben nicht ganz spaßeshalber, weil es dann schief geht. Das haben wir einstudiert mit einem, das muss man sich mal vorstellen, mit einem fünffachen Kung-Fu-Weltmeister. Ewig lang geprobt, damit da nichts schief geht. Aber es ist natürlich dann so, dass man manchmal sich um 3 Millimeter verguckt und dann kriegt man derart einen übergebracht. Und das ist so, immer wenn was passiert, müssen wir es auch so schlapp lachen. Dann kapiert das Publikum natürlich gar nicht, warum, weil sie gar nicht den Unterschied sehen. Und Zähne zusammenhalten. Die Cellistin verzieht keine Miene, aber ich denke, oh Gott. Innerlich ist es dann der große Aufschrei. Sehr lustig. Ihr seid ja jetzt gerade auch aktuell auf Jubiläumstour, Träume. Ja, Berlin und Brandenburg ist zwar gerade ausverkauft, aber es lohnt sich immer wieder mal auch zu gucken, weil dann kann man eventuell auch noch Tickets finden. Wir wollen Ihnen jetzt auf jeden Fall mal ein Museum vorstellen. Kurze Frage dazwischen. Hast du schon ein anderes Konzert mal oder hast du schon ein anderes Instrument auch mal gespielt? Außer Geige eigentlich? Ja, als Kind? Ich habe auch im Studium natürlich Klavier spielen müssen und auch wollen. Ich habe seit meiner Kindheit schon Klavier gespielt. Und ich liebe die singende Säge. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist ein wunderschönes Instrument. Habe sehr viele Jahre bei einer ganz tollen Sägistin, nennt sich das, Unterricht gehabt. Und das spielen wir auch mit Salisa noch immer im Konzert. Also ein Sägenstück gibt es immer, weil ich das so schön finde und wir alle das so schön finden. Es gibt von Akkordeon über Handpan und Glockenspiel. Es gibt die verschiedensten Instrumente, die wir spielen. Angelika Bachmann ist bei uns, Stargeigerin und Gründerin von Salut Salon. Du kennst es ja auch, das Projekt. Und ihr engagiert euch mit Salut Salon ja auch immer, ne, für Kinder. Ihr habt ganz viele Engagements. Warum macht ihr das? Warum ist euch das so wichtig? Ich glaube, ich finde es im Nachhinein so wunderschön, dass ich ein Instrument lernen durfte und dass ich mich über Musik ausdrücken kann. Das kann man mit der Sprache gar nicht so ausdrücken wie mit der Musik. Das ist was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Sprache. Und das zu ermöglichen, möglichst vielen Kindern, also möglichst allen Kindern auf der ganzen Welt, das ist wunderschön, die leuchtenden Augen zu sehen. Und ich weiß gar nicht, wer sich am Ende mehr freut, die Kinder oder ich. Jetzt ist es ja so, dass ihr verschiedene Initiativen hatte. Eine fand ich persönlich auch ganz spannend. Da bin ich zum ersten Mal auf euch aufmerksam geworden. Habt ihr mit Sammy Deluxe, dem Rapper, zusammen ein Projekt gemacht? Was ich ja natürlich auch spannend finde, diese Begegnung Hip-Hop und Klassik, ne? Ja, das war wahnsinnig witzig. Ich habe einen Song geschrieben und habe Sammy gefragt, ob er nicht Lust hat, auch ein paar Strophen zu schreiben. Und da hat er total. Und dann, da warst du ja bei dem Konzert beim PXP-Festival. Genau, da seid ihr aufgetreten, genau, mit Sammy Deluxe zusammen. Und ich muss es wirklich mal sagen, die Leute sind total steil gegangen. Ja, das war cool. Also, war wirklich eigentlich auch Klassik. Ja, und das war so witzig, weil bei dem Konzert war es dann so, dass ich mich dann verbeugt habe. Ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, so wie ich das halt gelernt habe. Und Sammy sagt, ey, was machst du denn für Gymnastikübung? Und dann bin ich zu ihm gekommen und dann Noten mitgebracht. Und dann sagt er, was sind das denn für Hieroglyphen und so. Das ist so witzig, dass wir aus solchen unterschiedlichen Blasen kommen. Und so haben wir dann auch gesagt, das muss doch für Kinder möglich sein. Das ist nicht wieder die eine Blase, er fördert die eine und ich fördere die andere. Lass uns das doch zusammen machen. Und so haben wir Salut Deluxe gegründet. Einen Verein, direkt danach, nach dem Konzert, bei dem du warst.
Und da kann man F-Löcher in Geigen sägen, man kann Schlagzeug auf der Geige und man kann Beatboxen lernen, Afro-Dance, man kann aus Arien die Melodie nehmen und den Text dann rhythmisch sprechen, dann hat man einen Rap und dann macht man einen neuen Text und eine neue Melodie, dann hat man eine Arie. Und dirigieren für Mädchen zum Beispiel, es gibt ja fast keine Dirigentinnen und schon gar nicht Mädchen, die sich das trauen. Und das ist einfach cool, können auch Sounds produzieren lernen und so. Das ist, also ich glaube, da kann man all das lernen, was ich als Kind gerne gelernt hätte. Und das Beste aus beiden Welten mitnehmen. Ja, das ist ja auch. Ihr engagiert euch aber auch international. Du bist zum Beispiel seit ganz vielen Jahren Patin von der Musikschule in Chile. Warum seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Warum engagierst du dich dort in dieser Musikschule? Das ist ein Projekt, wir haben mit den coolen Streichern, das ist ein Orchester, was ich gegründet habe vor 20 Jahren bei der Frankfurter Musikmesse, einen Preis für das innovativste Musikprojekt Deutschlands bekommen, vom Bundespräsident Rau damals noch. Und dann haben die uns gefragt, von der Kindernothilfe und vom Deutschen Musikrat, ob wir uns dieser Schule in Chile nicht annehmen können. Und weil die genau das brauchen, also dass man, also es geht nicht nur darum, dass sie dann Geige lernen, sondern es geht auch darum, dass sie was zu essen bekommen und dass die ganze Familie eingebunden wird und dass sie eben von der Straße wegkommen und von den Drogen und der Kriminalität. Und so ein wirkliches Leuchtturmprojekt, das ist ganz toll, das ist eben auch vor allen Dingen Sozialarbeit. Klar, es gibt einen Pianist, Javier oder so, der ist dann jetzt so toll geworden, dass er also richtig Pianist geworden ist und in Deutschland mittlerweile Musik studiert und so, konnten wir ihm helfen und so. Das ist aber und da gibt es vielleicht aber auch noch viele andere, die jetzt vielleicht nicht nur Pianisten, sondern aus denen auch sonst noch was werden kann. Ich muss die nämlich unterreichen, weil wir haben eine kleine Überraschung. Schau mal. Hola, somos el ensemble de rock. Hola. Hola. Hola, wir sind die Rockband von der Escuela Popular de Artes in Viña del Mar in Chile. Wir grüßen Angelika und bedanken uns ganz herzlich für alles, was sie für unsere Schule getan hat. Unsere Schule bedeutet uns sehr viel, weil wir hier zusammenkommen und uns gemeinsam musikalisch und künstlerisch ausleben. Ciao. Die Musikschule. Gott, ist das süß. Ja, Wahnsinn. Hat dich jetzt total bewegt, ne? Ja, das ist ganz toll. Die machen eine so tolle Arbeit. Das ist wirklich fantastisch. Und ihr macht natürlich auch eine tolle Arbeit, indem ihr sowas unterstützt und habt noch ganz viele andere Projekte. Ja, wir sammeln ja seit 20 Jahren nach jedem Konzert. Dann sind die immer gut gelaunt und total lebensfroh, die Menschen. Also, und dann sind die so spendenfreundlich. Und dann sammeln wir und singen ein Lied, was die Kinder uns vor 20 Jahren beigebracht haben. Lalalalala, am Stand. Und wir nehmen da sehr viel Geld mit ein. Und damit können wir die gesamte Arbeit an der Schule finanzieren. Das ist Wahnsinn. Ja. Mhm. Oh, klasse. Ja. Und seid ja auch ausgezeichnet worden, Bundesverdienstkreuz. Ich wollte jetzt noch mal auf eine ganz andere Auszeichnung kommen, die du auch noch hast. Weil wir stellen ihr jetzt gleich hier eine Frau vor. Und zwar hast du die Auszeichnung Ehren Alster Schleusenanwärterin von Hamburg, ne? Jo. Jo, sagst du. Jo, Digga. Aber was das genau ist, darüber reden wir gleich. Angelika Bachmann ist bei uns, Stargeigerin. Und wir hatten schon verraten, du bist auch Ehrenalster Schleusenanwärterin. Aber du ziehst keine Schleusen hoch, ne? Nee, also das ist ganz sinnbildlich gemeint. Das ist eine total schöne Auszeichnung, dass man die Schleusen für Hamburg, für die Welt öffnet. Für die Welt öffnet. Bist da in bester Gesellschaft mit Uwe Seeler und so weiter. Aber wir wollen eigentlich jetzt noch auf was anderes hinaus, nämlich, dass du, ja, wir haben jetzt viel über dich erfahren als Musikerin, aber du hast eigentlich noch einen anderen Job. Du bist Coach, du bist Beraterin, ne? Und gehst in Unternehmen. Was genau machst du dort? Es geht um Unternehmenstransformationen. Also es geht darum... Organisationstransformation und agilen Kulturwandel habe ich mir aufgeschrieben. Ja, klingt schlau, oder? Ja. Ja. Ich finde, das fasst das ganz gut zusammen. Nein, es geht darum, in ein Unternehmen zu gehen und möglichst schnell zu gucken, wo ist der größte Hebel,
wo sind, wie kann man die Strukturen ändern? Weil meistens ist es ja nicht in einem Unternehmen so, dass der Konflikt zwischen zwei Menschen oder warum das alles nicht gut läuft, besteht darin, dass zwei Kollegen zum Beispiel ein Problem haben, weil der eine Affäre hat mit der Ehefrau des anderen Kollegen. Sondern meistens ist es eine Struktur, die toxisch ist. Zum Beispiel, dass sich inoffizielle Hierarchien herausgearbeitet haben oder so. Und dass das total tabuisiert ist, dass da keiner drüber spricht. Und da kann man ziemlich schnell mit den Mitarbeitenden zusammen gucken, wie man das lösen kann. Und das ist eben toll, dass man in so kurzer Zeit durch den Strukturwandel, dass die Menschen viel glücklicher sind und eben auch viel weniger Burnout gefährdet und krank werden. Und weil das ja schon, wenn das System toxisch ist, ist einfach den Menschen nicht gut. Eine große Gefahr ist. Du bist ja auch Burnout-Prävention. Angelika Bachmann ist bei uns und du arbeitest auch als Burnout-Präventionscoach. Wir haben gerade schon gehört, du gehst auch in Unternehmen und coachst und berätst dort. Das hat ja nun gar nichts mit Musik zu tun. Warum diese andere Welt noch? Was interessiert dich da an der Psychologie? Ja, das sind ja unterschiedliche. Ich arbeite ja auch als Psychologin. Das sind unterschiedliche Ansätze. Ne? Als Psychologin guckt man ja auch noch mehr in die Kindheit und so. Als Coach guckt man schon, wie kann man ganz schnell den Hebel finden, der es für alle irgendwie einfacher macht im Leben. Und ich glaube, das ist genau wie bei den Kinderprojekten, die ich so leidenschaftlich mache. Es geht mir immer um Veränderungen. Dass man einfach guckt, wie kann man mit möglichst wenig Mitteln möglichst viel erreichen. Also wie kann man einfach es schaffen, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird. Mhm. Aber aktuell gehst du jetzt nicht in Unternehmen, sondern du bist ja voll und ganz beschäftigt mit Salut Salon. Doch, ich coache immer. Aber machst du auch immer nebenbei? Ganz oft, dass ich coache und bis 17:30 und 18 Uhr Soundcheck habe. Ach so, und dann packst du die Geige aus. Und jetzt musst du dich schon für Weihnachten vorbereiten. Habe ich schon gehört, hast du mir vorhin erzählt. Ja. Ich feiere seit Januar Weihnachten, weil ich seit Januar das Weihnachtsprogramm schreibe. Ja, und da können Sie Salut Salon auch sehen. Und zwar bei uns in Berlin am 17.12. im Ernst-Reuter-Platz. Da wird das große Weihnachtskonzert stattfinden. Da können Sie dich auch sehen, habe ich eben verstanden. Ich würde dann auch mal vorbeischauen, genau. Ich muss Ihnen jetzt noch ganz fix verraten, wie es morgen weitergeht. Um 18 Uhr, natürlich, da beginnen wir den Vorabend mit den Nachrichten. Und dann 18.15 Uhr bei Schön und Gut, da ist die Birne der Star. Und da zeigen wir Ihnen alles, was Sie damit Leckeres machen können. Und dann bei Studio 3, da kommt Sebastian Klussmann zu Gast. Er ist der Quiz-Europameister, auch total spannend. Muss man da auch üben. Wie kann man es werden? Erfahren Sie alles morgen. Jetzt gibt es die Nachrichten und wir sagen Tschüss und vielen Dank, Angelika, dass du da warst. Tschüss auf Chinesisch. Mach mal Tschüss auf Chinesisch. Wai Shanghao, Wome Shui Salü Salon, Hangao Sing Lai Dao, Studio 3. Großartig. Tschüss. Schönen Abend. Das war Chinesisch.